Fragen rund um den Islam sollen in Deutschland breit diskutiert werden. Das fordert Bundesinnenminister Thomas de Maizière zum Auftakt der zweiten Runde der Deutschen Islamkonferenz in Berlin. Ich möchte gerne, dass die Debatten, die wir hier führen, über Geschlechtergerechtigkeit, über die Frage Islam, Islamismus, über die Frage Religionsunterricht, dass die an den Küchentischen in Deutschland stattfinden. Und sozusagen raus aus den akademischen Bereichen, wo sie auch hingehören, zusätzlich mindestens kommentiert und diskutiert werden an den Küchentischen in Deutschland. Um den Praxisbezug zu gewährleisten, beschließen die Teilnehmer einen Fahrplan für die nächsten Jahre. De Maizière nennt drei Schwerpunkte: Modellkonzepte für die Aus- und Fortbildung von Imamen, die Förderung von Geschlechtergerechtigkeit sowie die Vorbeugung vor Radikalisierung. Ziel ist es, die Integration der Muslime in Deutschland durch Teilhabe zu fördern. Integration heißt in diesem Zusammenhang, dass aus der Andersartigkeit kein Problem entsteht und dass die Andersartigkeit als Bereicherung der Vielfalt empfunden wird. Überschattet wird das Treffen von der Absage des Zentralrats der Muslime, einem der größten muslimischen Verbände in Deutschland. Gründe waren der Streit um Inhalte und die Zusammensetzung der Islamkonferenz. De Maizière bezeichnet den Streit nun als beigelegt.